So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Damien 1998. Ja, es ist ein, ich sag's ja immer wieder, ne, es ist ein schönes Jahr gewesen. So, wir sind mit Rafe unterwegs durch die Stadt und wir hatten tatsächlich die Tiffany von, wie heißt der Film noch gleich, was sagte ich hier, Man in Black gesehen. Was ich total interessant fand, ne? Warum ausgerechnet Man in Black, ne? Aber finde ich gut. So, einmal Motivation gefunden. Und weiter geht's. Ne? Machen wir Taschenlicht an. Taschenlicht ist immer gut. Sieht man mehr im Dunkeln mit Taschenlicht. Was ist hier los? Warum sind wir da? Das war dieses... Sind wir nicht hier beim Gunshop gerade gewesen? Hatten wir nicht uns eine Schrotflinte geholt? War da nicht irgendetwas? Bei den Abgeknabberten waren wir schon mal. Das weiß ich noch. Da kann ich mich noch voll dran erinnern. Dran in Sinnen. Grünes Kraut. Resident Evil Style. Oh, meine Nase. Jucken. Ach, hier sind wir. Ach, wieso sind wir denn hier? Wieso sind wir denn hier? Ist es ein Golf 3? Ja, das ist ein Golf 3. Warum steht hier ein Golf 3? 1998, da gab es Golf 3. Ist doch okay. Korrekt. War der Golf 4 gerade, glaube ich, ne, auf dem Markt, ne? Neues Auto, Golf 4. Weiß ich noch, damals, da habe ich 98, habe ich meine Lehre angefangen, da kam der Mann von der Dekra von TÜVen, der hat immer bei uns die TÜV-Abnahmen bei den Autos gemacht. Und dann stand da wirklich, der kam mit einem nagelneuen Golf 4 angefangen. Nagelneu! In mintgrün. Hässliche Farbe, aber Golf 4, ne? Das waren noch Zeiten. Gerade mit der Lehre angefangen. Ja, hier waren wir beim letzten Mal auch so, wir finden gleich... Ja, bitte. In dem Moment nickt sie einfach, weißt du? Oh, that's not good. Oh. Ah! Ich weiß, beim letzten Mal waren wir hier schon mal gewesen. Hallo? Are you dead or alive? Ach, der tut aber auch ein Leid, ne? Dass er so in so eine diskriminierende Position sterben musste, mit Hand aufgerissen. Er hat sich wahrscheinlich hier gerade volle Ellen Bier reingezogen, zurückgelehnt und hat sich hier gerade fett angeguckt, wie die Rakete hier reingeballert ist. Eine Rakete, was? Das waren so eine Kapsel, ne? Die kennt man ja auch aus Resident Evil, da waren die bloß die Bows drin versteckt. Hier, was ist das hier für eine Dreierlinie eigentlich? Wer soll denn von hier aus einen Dreier werfen? Drei Punkte! Nee, ey, du standst auf der Linie. Mhm. Warte mal, ich mache mal mein Handy leise. Warum macht man das? Warum macht man das eigentlich? Warum schreibt man mich an, wenn ich Aufnahmen mache? So. Ein Walkman. Ja, ein Walkman. Was ist ein Walkman? Wisst ihr überhaupt noch, was ein Discman ist? Ja, hier können wir wohl nicht durch. Und da ist die Tiffany. Die kleine Tiffany und hat den Headshot tatsächlich noch. Das finde ich total gut. Tiffany hieß sie übrigens. Beim letzten Mal fiel mir der Name nicht ein. Und jetzt gehen wir in den Candle-Shop rein. Da. Ach ja, hier. Mr. Kendo hat sich umgelegt. So. Eine Pumpe. Ja, er weiß damit sofort umzugehen. Er ist ja auch ein Soldat, ne? Hat 20 Namen im Kopf, weil er damals gegen die Raubtiere auf Pandora gekämpft hat. You were a good friend. Oh nö. Es fällt mir schwer, etwas niederzuschreiben. Vor allem, weil ich weiß, dass das Letzte ist, was ich jemals aufschreiben werde. In Wahrheit habe ich nicht viel zu sagen und auch keine Familie, der ich etwas hinterlassen müsste. Mein ganzes Leben lang habe ich nur eine Sache gewidmet. Meine großen Leidenschaft für Feuerwaffen. Sie hat es mir ermöglicht, ein Imperium aufzubauen. Und ich möchte diese Leidenschaft mit allen teilen, die diese Zeilen lesen. 30 Jahre sind vergangen, seit mein Partner Robert Dillion und ich in der Stadt unseren ersten Laden öffnet. Haben. Es folgten ein zweiter, ein dritter und noch viel weitere. Kurz gesagt, konnte D&D Firearms sich als Symbol der Zuverlässigkeit und Perfektion etablieren. Am Ende kannte sich jeder Jäger, jeden Fischer und jeden. Das ist schön. Es geht noch weiter. Vier Seiten. Okay, bla bla bla, Imperium. Blub hat nicht funktioniert, weil du hängst ja jetzt da am Seil. Ne? Das ist der Unterschied zwischen mir und dir. Ne? Du hast ein Imperium mit Waffen, mit Feuerwaffen und wir rennen hier noch rum und versuchen jetzt zu überleben und du hängst dich währenddessen auf. Oh. Wie passt das zusammen? Ups, es macht...
Ich denke mal, wir müssen irgendwas in einer Reihe kriegen. Nein, oder versuchen, womöglich alles voll zu kriegen. Ich muss unweigerlich jetzt an Bioshock dran denken, wo man, wenn man einen Fehler gemacht hat, sich da wirklich... Scheiße. Komm, gib mir eine Chance. Ich will's schaffen. Nein! Jetzt vielleicht. Nein, jetzt vielleicht. Nein, jetzt vielleicht. Oh, was, was? Oh, bestätigen. Hä? Wie konnte das denn passieren? Hä? Der Strom ist aus. Oh, was für ein Zufall, ne? Was? Hier gluckert jemand. Hier, du bleibst so weit hängen, ne? So weit, ne? Ja, mhm. Alter, ich würde mir doch jeden Scheiß hier mitnehmen, ehrlich. Oh, guck mal, angeln. Ich würde mir auch eine Angel mitnehmen, ne? Messer, Hackeball, damit ich werfen würde, können, tun sein können. Ein Revolver würde ich mitnehmen. Einfach nur, damit ich Munition hätte. Ah, nehmen wir auch mit. Dankeschön. Wer ist hier am Gurgeln? Ich bin Raven, der große Munin von Odin. Ich mache dich sofort. Verpiss dich von mir! Wo wusste ich, dass der Spacken jetzt kommt? Wie konnte man sich wieder heilen? Hab ich, ja. Nee, das war's nicht. Warum haben wir überhaupt irgendwas zum Heilen? Was nicht Tab? Ja, nee, Tab haben wir nur die Dings. Meine Nase kribbelt immer noch, ne? Fürchterlich einfach. Wir haben jetzt Müsli-Riegel. Usen wir es doch einfach. Wo ist denn meine Gesundheitsflüssigkeit? Usen wir auch. Puh. Kollege, hä? Die Dinger sind auch ätzend. Die sind zwar lahmarschig, aber wenn sie dir auf einmal wirklich da sind und dann sagen so, ja, jetzt bin ich da, dann sind sie da, ne? Hm. Hallo, Tiff. Quantenphysik. Deswegen hat damals Will Smith in die Kugel im Kopf geschickt. Moment, wir müssen mal die Flinte hier eben nachladen. Alles Rotscher in Kambodscha. Ich glaube, das sollte erstmal lang. Ich glaube, mit den normalen Zombies kommen wir erstmal mit der Dingenskirchen Handgun Flinte hier aus. Wieder eine Readme-Datei. Nein, das ist eine spezielle Akte. Diese ganzen Wackelhirsche, die hier irgendwie rumlaufen sollen, da habe ich noch keinen von gesehen, ne? Im ganzen Spiel habe ich noch gar nicht. Jetzt kommen wir gleich in Ab. Oh. Voll die Reaktion gezeigt. Fick dich! Na! Muss das denn sein? Immer diese Waffengewalt hier. Fürchte mich. Ob du doof bist? Die Blind Side, eine satirische Untergrundzeitung, die in den Vororten von Keenside verbreitet wird. Die Ausgabe trägt den Titel Wasser ist Leben, Wasser ist Tod, trinkt es nicht. Die Ausgabe befasst sich mit Experimenten, die ExaCore Bionics im Wasseraufbereitungssystem von Keenside durchgeführt haben soll. Schön, können wir das nicht mitnehmen? Nö, das müssen wir hier liegen lassen für die Nachkommenheit. Dieser Teppich, ne? Ich schwöre, Teppich. Warum Teppich? Nimm mit. Ah, Kollege, was ist los? Okay, ich nehme mal kurz mit den T-Ray, weil der T-Ray ist einfach der T-Ray. Deswegen brauchen wir den T-Ray. So, Best ist auch nicht schlecht. Bestellformular, Antrag für eine neue Lieferung vom MML88-Pillen. Das Beruhigungsmittel hat sich reguliert von Schlaf sowie Schwäche, Angstzustände, Paranoia und anderen typischen Symptomen des Damir-Syndroms. Gut bewahrt. Dr. Clerville und bla bla bla.
cool. Das Damir-Syndrom. Ich will hier rein. Oh! Direkt hier so mitten in der Innenstadt. Hier so ein Labor, was? Und dann hängen hier irgendwelche Zombies drin. Das ist doch nicht normal. Was ist hier? Moment. Selbst die Musik ist wie beim Speicherraum von Resident Evil, Alter. Ich schwöre. Aber haben wir irgendwas? Dann können wir speichern, ne? Lass uns doch speichern. Mm-mm. Jo. Das ist ja schon faul. Ich meine, ganz im Ernst, man macht ein fast identisches Spiel zu Resident Evil, ne? Und dann nimmt man auch noch fast dieselbe Musik da, wirklich diese Speicherraummusik von Resident Evil 2. Das ist ja schon fast, das grenzt ja fast an Faulheit. Ach, herrje. Nur von wegen, ja, die haben ein gutes Spiel gemacht. Boah, wir machen dann so ein paar Kleinigkeiten, die Musik wird ein bisschen verschoben. Und dann machen wir ein neues Spiel draus und das wird mindestens genauso geil. Alter, Leute. Nee, mit sowas möchte ich mich jetzt gar nicht auseinandersetzen. Sowas unterstütze ich nicht. Tschüss, ne? So, du bleibst liegen, Kollege. Wir laufen da mit der Taschenlampe auf uns zu. Da, 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 da. Ist egal, geht mich gar nicht. Ah! Hab ich mich erschrocken. Ich habe keine Munition mehr dafür. Ja. Warte, Tomsi. Doch, hier ist eine Fallakte. Ja, alle zuhauf der Stadt rum. Wir gehen mal hier hin, in der Hoffnung, dass wir nicht hier hin müssen. Damit ich verl... Ich glaube, wir müssen da hin. Ich wollte aber eigentlich gucken, dass wir nochmal Motivation irgendwie finden. Aha! Ja. Ah, guck mal. Zuversichtlich ist sie wach geworden. War ja klar. Bing. Ich glaube, der Kopf ist weg, ne? War wohl kopflos an die Sache rangegangen. Okay. Noch mehr Motivation. Und hier nochmal so eine geile Spritze. Gib mir her hier. Das ist eine... Spritze. Was? Wieso können wir hier nicht... Was ist hier los? Ich will hier... Was sollen wir hier machen? Wir sind hier einmal rumgegangen, bla bla blub. Ich denke mal nicht, dass wir hier... Springen wir nicht, die geile Sache, ne? Da kommen wir sowieso darum, wenn wir wieder rumgehen möchten. Dann gehen wir hier mal wieder rum. Vielleicht haben wir das ja auch nur für Motivation gemacht. Weiß man ja alles nicht. Was man nicht alles tut für Motivation. Motivation. Gehen wir mal dies entlang. Hier, das ist doch hier. Wer ist der? Bookstore. Achso, ich dachte, das ist der hier. Wer ist der? Olli Dings hier von Harry Potter, der Zauberstab Dings. Im Übrigen, das Heart Secret Hospital. Wollte ich nochmal sagen. Irgendwo kommt mir das bekannt vor. Ja, ist von Scrubs. Du siehst scheiße aus, Junge. Kriegen wir hin. So, Operation geglückt. Lösen Sie das... Ach du Scheiße. Er schon wieder. Nein! Lauf, Schlampe, lauf! Aua!
Oh! Aua! Was soll... Schieß doch, Junge! Warum schießt er nicht? Ach, ich kann wieder nicht schießen, weil ich diesen Bug drin habe. Oh, nee, ne? Ich kann hier direkt ausmachen. Ich habe den Bug drinne. Ich habe diesen behinderten Bug drinne. Das darf doch jetzt nicht sein, Alter, ehrlich. Oh, Leute, ehrlich. Warum ist das Spiel so verbuggt, Mann?